Das Allgäu, ein Mekka für alle Wanderer und Naturfreunde. Damit dieses Idyll erhalten bleibt, sammeln in den kommenden Tagen hunderte freiwilliger Helfer Müll. Denn die sogenannten Clean-Up-Days stehen an. Martin und Fabian sind Organisatoren dieser groß angelegten Sammelaktion und ziehen heute selbst von Kempten aus los. Zum Müllsammeln haben wir unsere Clean-Up-Bags. Die sind aus recyclingfähigen Polypropylen und die nehmen wir dann wieder öfters her. Und eine Zange für so diese kleinen Sachen, die man nicht anfassen mag, so wie Zigarettenstummel oder Kosmetikartikel, Masken, ganz viele. Genau. Ciao, Lea. Ja. Dankeschön. Das Team macht sich auf den Weg zum Flussufer der Iller. Mit dabei haben Martin und Fabian ihren Praktikanten Lasse. Mit dem Pritschenwagen sind sie bestens ausgestattet, um eine Menge Müll zu sammeln. Sind wir's. Und Abfahrt. 2019 riefen Martin und Fabian die Clean-Up-Days ins Leben. Für uns war die Feierabend-Bergtour eigentlich immer eher so ein Genussmoment. Und wenn man dann sieht, wie viel Zigarettenstummel und Dosen und Müll sich da ansammelt, das war einfach kein gutes Gefühl. Wir haben dann angefangen, selber bei uns im Freundeskreis viel so kleine Aktionen zu machen. Und irgendwann sind wir dann auf die erste Region, aufs Allgäu, zugegangen und haben gesagt, hey, sollen wir da eigentlich nicht mal ein Event draus machen, wo jeder dann Bock hat, mit anzupacken. Und so ist es eigentlich entstanden. Inzwischen kann sich jeder, der mithelfen möchte, über eine Internetseite registrieren. 10 Minuten später treffen die drei bei ihrer ersten Station ein. Auf einem Parkplatz in der Nähe der Iller macht das Team Halt. Ja, da müssen wir gar nicht weit laufen, da sehen wir schon den ersten Müll. Am Flussufer wollen sie anschließend ein Team freiwilliger Helfer unterstützen, die mit Raftingbooten auf der Iller unterwegs sind und wohl schon eine Menge Müll herausgefischt haben. Der Martin telefoniert gerade mit der Rafting-Crew. Jetzt werden wir die abfangen und dann schauen wir mal, was die alles so gefunden haben auf ihrer bisherigen Bootsfahrt. So. Nehmen wir gleich einen großen Sack mit. Ja. 149 Teams mit insgesamt 685 Teilnehmern sind bereits am zweiten Tag der Clean-Up-Days registriert. Unter anderem dieses Team. Servus. Ihr seid das Team Map-Erlebnis. Ja. Servus. Grüß euch. Grüß dich. Und habt ihr schon was gefunden? Ja, haben wir schon. Leitpfosten und alles. Alles? Was war so das Wildeste, was ihr gefunden habt? Das Schönste ist der Leitpfosten gewesen. Den kannst du daheim ins Wohnzimmer reinstellen, dann als Deko. Ja, geil. Ja, wir nehmen euren Zeug gleich mit. Ihr nehmt es gleich mit? Ja, wir bringen es gleich zum Wertstoffhof, damit ihr die Boote wieder leer habt. Das ist gut. Ja. Passt schon. Super, danke. Gut. 9 Boote, jeweils zu zweit, beziehungsweise eins ist zu dritt besetzt. Und ja, die einen am linken Ufer, die anderen am rechten Ufer entlang. Und dann immer wieder an seichten Stellen oder wo Kehrwasser ist, anhalten, aussteigen und dann halt wieder sammeln. Schöner Tobi. Ja. Hi. Martin bin ich, grüß dich. Servus, Tobi. Hi. Hi. Oh, die schaut ja nur gut aus, die Liege. Die ist ja funktionstüchtig. Echt, oder? Ja, doch. Ja, Wahnsinn. Wenn ihr wollt, ja. Oder? Einfach in den Backpack da rein, ja. Kurzen ja, ich glaube, die einen da hinten haben so eine fette Kunststoffrolle vom Bau oder sowas aufgesammelt. Wollt ihr mal mit den Booten kommen? Ja, das ist schon krass, wenn jetzt hier ein Boot nach dem anderen reinkommt. Jeder hat irgendwie einen fast vollen Müllsack von der Liege bis zum Straßenleitposten. Alles dabei und ich glaube, das ist nur so ein kleiner Ausschnitt, was tatsächlich rumliegt. Aber das Team hier macht schon eine besonders gute Arbeit, auf jeden Fall. Ja, Prost. Danke. Habt ihr noch genug zum Trinken? Wir haben aber ein bisschen Bier mitgebracht. In jedem Quadratkilometer Meer schwimmen hunderttausende Teile Plastikmüll. Ein Großteil davon wird auch durch unsere Flüsse angespült. Der Fluss ist einfach immer wie so ein Trichter, wo alles zusammenkommt. Also egal, ob das von der Baustelle ist, ob das der Müll von Wanderern ist oder was auch immer da reinkommt, das sammelt sich alles im Fluss.
Und da kommt das alles zusammen. Also da findet man von einem Riesenrohr bis zu einer Quietschente oder irgendwelchen Gummistiefeln findet man da alles. Ja, genau, die auch rein. Die Liege müssen wir noch holen. Ah, die kommt schon. Und die anderen Teile sind flussaufwärts auf der linken Seite. Genau, auf der anderen Seite. Da, wo jetzt gerade da durch, siehst du die Fahrräder fahren. Gleiche Höhe ungefähr. Genau. Also direkt nach der Illerbrücke. Kann man hier direkt hochfahren und dann links, ja? Genau. Die Rafting-Truppe hier, die hat nicht alles mitgenommen, weil ein paar Sachen einfach zu schwer waren. Und die holen wir jetzt noch ab. Die sind auf der anderen Flussseite. Da bin ich mal gespannt, was da noch so rauskommt. Sperrige Gegenstände im Fluss sind nicht nur eine Umweltsünde, sie können gefährlich werden, auch für Menschen. Jetzt werden sie aus dem Wasser rausgenommen. Und das ist auch, ja, gerade wenn die mit ihren Raftingbooten unterwegs sind, wo ein bisschen niedrigerer Wasserstand ist, dann ist es natürlich echt super, wenn man solche Sachen im Vorfeld rauszieht. Nicht, dass die da mal auflaufen mit ihren Booten und sich den Bootsrumpf aufschlitzen mit dem scharfkantigen Zeug. Kann was aus der Landwirtschaft sein. Ja. Ja. Da müssen wir bloß aufpassen mit anpacken, oder? Das schaut aus wie vom Hänger oder so. Relativ massiv, gell? Gar nicht so leicht. Schrott. Das Rafting-Team war nur einige Kilometer auf der Ila unterwegs. Trotzdem füllt sich die Ladefläche mit allerhand Müll und Schrott. Also so ein großes Rohr habe ich selten gesehen, muss ich sagen, beim Aufräumen. Ja, ich glaube, das hat jetzt keiner mit Absicht hier hingelegt. Da wurde einfach irgendwo bei einer Baustelle mal Hochwasser, kann man sich vorstellen. Kam es dann raus, aber jetzt schauen wir mal, ob wir das Riesenrohr da reinkriegen. Gut. Das ist hier. Links nach vorne, rechts, oder? Ja, genau. Lasse, wie schaut's aus? Ja, komm, auf geht's, Lasse. Ich glaube, es wäre gut, wenn einer gleich hochgeht. Man sieht hier jetzt auch ganz schön an so einem Riesenteil, weil viele Menschen fragen einen dann, so wie viele Tonnen habt ihr gefunden? Und das ist eigentlich gar nicht so aussagekräftig. Weil ob es jetzt ein Bonbonpapier oder so ein Riesenrohr. Es geht einfach darum, dass das Zeug rauskommt. Und ob jetzt eine Person eine halbe Tonne findet oder 100 Gramm, ist eigentlich völlig egal.